Servus, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist, was haben wir denn heute? Dann haben wir Dienstag, den 17. Dezember und es ist sehr früh, 9.45 Uhr. Und diesen Clip schaut ihr, weil ihr was über die Nasdaq wissen wollt. Und das vor euch ist der Chart der Nasdaq, eine Kerze, eine Woche seit, wo sind wir denn da, 2017, 18. Ich fange deswegen mit der Woche an, weil ich meine, man sollte alle paar Wochen auch einmal auf den Wochenchart schauen. Das ist schon recht wichtig, da fällt mir nämlich eine Sache direkt auf. Das war hier, das war im Tief letzten Jahres, also im Tief 2018, da sind ja die ganzen Fangaktien ganz erheblich unter Druck geraten von Oktober. Ob das Apple war oder Amazon oder Google oder Alphabet, die sind alle runtergekommen und haben sich dann da Ende Dezember gefangen. Der DAX war seinerzeit bei 10.322, ja, das waren die Tiefskurse und ihr wisst, was wir seitdem für eine Rallye gemacht haben. Ich möchte euch nur für Folgendes sensibilisieren. Wenn ich schlicht und ergreifend die Lows miteinander verbinde, trifft dieser vertikale Trend ziemlich genau mit der 20-Wochen-Linie im Nasdaq zusammen. Deswegen immer mal so alle 3, 4, 5, 6 Wochen hier mal drauf achten. Liegt momentan ziemlich genau bei 8.000, ist meines Erachtens nach für die nächsten Wochen ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur, weil die 20-Wochen-Linie bei 8.000 liegt, sondern das waren auch immer so die Chart-Widerstände. In der Zeit, in der ich da im Urlaub war, sind wir dann da drüber gegangen. Da war ich leider nicht dabei, aber die 8.000 ist insgesamt für die Nasdaq ein ganz, ganz wichtiges Niveau. Immer mal wieder auf die Woche schauen. Von der Woche sind wir auch technisch hoch, ja, klar. Aber das müssen wir auch sein. Der Nasdaq ist auf dem All-Time-High. Ja, dann wo soll die Technik sonst sein? Tief wird sie nicht sein. Die muss dann auch in der Nähe eines All-Time-Highs sein. Ich habe kein Verkaufssignal. Ich kann sagen, hoch, höher am höchsten, aber weder Erschöpfung noch Verkaufssignal, nichts dergleichen. Bänder gehen etwas auf. Also insgesamt ist das in Ordnung. Der Wert hangelt sich hier an dem oberen Band lang. Das ist jetzt, sage ich, insbesondere für die Schüler, die ich gestern hatte. Ich habe ein Seminar gemacht und mache das immer noch heute. Montag, Dienstag bei der Capital Markets Academy, da haben wir gestern über die Bollinger Bänder gesprochen. Wenn ein neuer Dauscher Trend entsteht, dass oftmals die Bänder dazu oder das obere Band dazu dient, dass sich der, in diesem Fall Nasdaq, daran hangelt. Eine Korrektur ist dann maximal die 20-Wochen-Linie. Und jetzt gehe ich mit euch auf den Tag, weil das ist ja eigentlich viel interessanter. Das ist der Tag. Und ich war ganz frech und habe mir hier einen Trendkanal eingezeichnet. Dieser Trendkanal, ich mache mir hier das Fadenkreuz rein, hat die obere Begrenzung bei im Moment 8.762. Das ist schon hoch. Wir sind positiv über den Trendfolger. Es ist ja auch ein Trend vorhanden. Wir sind positiv über die Stochastik. Ist alles nichts. Die Bänder gehen leicht auf. Ich möchte gern heute, also sprich den Dienstag, mal sehen, ob die auch weiter stark aufgehen. Stark aufgehen ist zum Beispiel sowas hier. Das geht stark auf. Da kann ich was mit anfangen. Oder ist das nur so eine relativ kleine Geschichte, wo nicht allzu viel passiert? Also der heutige Tag, Dienstag, ist für mich doch schon relativ wichtig. Ich möchte gerne wissen, wo der Schlusskurs ist. Wir haben das obere Band gebrochen. Wir haben ein neues All-Time-High. Auch hier ist die Technik hoch, ohne den Hauch eines Verkaufssignals. Das sieht grundsätzlich relativ gut aus. Wir sind in der Verfallwoche, großer Verfall. Diese Wochen haben eigene Gesetze, muss man sagen. Tatsächlich sieht es gut aus. Wir haben eine Unterstützung hier bei rund 8.315 und wir haben einen Widerstand eben da hier bei der 8.760. Das rein vom Chart her. Ich habe folgende Scheine mitgebracht, die ihr euch mal näher anschauen könnt. Das eine, ich fange wie üblich mit dem Call an, ist ein 8149er Call. Da liegen wir hier drunter, sowohl unter dem unteren Band als auch unter dem letzten Verlaufstief. Ja, ich wüsste nicht, warum ich hier unten einen suchen soll. Obwohl die Technik hoch ist, rechne ich damit, dass wir vielleicht noch ein, zwei Tage, vielleicht bis Freitag noch ein bisschen höher gehen. Ich kaufe heute hier und jetzt keinen Call, egal welche Laufzeit. Ich möchte gern wissen, ob der das wirklich heute am Dienstag schafft, noch mal ein bisschen zu weiter zu gehen. Dann, wenn er das heute schafft, suche ich mir diesen hier aus. Das ist ein 8149er. Der ist von Goldman Sachs mit der Kennnummer Gustav Bertha 54 Xantippe 6. GB54X6. Den würde ich dann nehmen. Den gucke ich mir aber auch dann aus, wenn wir nochmal es schaffen, hier eine Korrektur zu machen. Auf 10, 20 Tage Linie und diesen Trendkanal. Dann ist das die Option der ersten Wahl für mich.
Aber finde ich hochinteressant, packe ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist. Gucken wir mal nach Short. Short tue ich mich relativ schwer. Momentan, wie gesagt, das ist alles hier noch positiv, aber für die Leute, die sagen, nee, also wir gehen nur bis dahin, muss ich einen nehmen, der höher ist. Und dann liege ich so bei so einem 8800er, wobei der also schon einen ganz erheblichen Hebel hat. Der Call von eben hat einen Hebel von 20. Und jetzt mal schauen, 8800, das wäre dann sowas hier. Da liegen wir also hier oben drüber, oberhalb von diesem Trendkanal, ganz knapp. 8813, das wäre jetzt so der erste, der mir auffällt. Ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Martha 2, Bertha Karl Siegfried, GM2 BKS, ein Open-End-Schein, 8813. Der kommt für mich erst dann in Frage, wenn wir wirklich diesen Trendkanal hier ausfüllen. Da muss man schauen, wenn das natürlich hier ist, weiter hinten und wir schon da die 8800 ankratzen, da muss ich ein bisschen höher gehen im Bereich 8815, aber soweit ist es noch nicht. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.